Hallo und herzlich willkommen beim Unboxing der Limited Collectors Edition von Prinzessin Mononoke. Limited Collectors Edition, das heißt, es ist ein Teil der Steelbook Collection, ja, von Studio Ghibli. Und die enthält sowohl die Blu-ray als auch die DVD-Version sowie eine Sammlermünze. So, was das im Detail heißt, sieht man da rechts oben. Ja, da ist die Sammlermünze schon mal recht gut dargestellt. Und außerdem hat man da auch schon mal einen kleinen Einblick, was im Steelbook-Inneren gemacht wurde, beziehungsweise welches Artwork man dort sehen kann. Ja, also es gibt bereits ein paar von diesen Steelbooks, ja, mit den bekanntesten Studio Ghibli-Filmen. Darunter fallen zum Beispiel Chihiros Reise ins Zauberland und demnächst auch noch Mein Nachbar Totoro. Und soweit ich mich erinnern kann, war allerdings Prinzessin Mononoke so ziemlich der Film, der Studio Ghibli im Westen bekannt gemacht hat. Ne? Also kurz vor Chihiros Reise ins Zauberland, das ja auch einen Oscar gewonnen hat. Und für mich ist Prinzessin Mononoke halt der Film, der mich, wie gesagt, mit diesem Studio in Kontakt gebracht hat. Obwohl ich vorher natürlich noch die letzten Glühwürmchen schon mal gesehen hatte, aber nicht wusste, von welchem Studio das kam. Und ja, im Prinzip ist es ja auch kein offizieller Studio Ghibli-Film. Okay, also gucken wir mal, was es hier sonst noch so gibt. Ja, hier sieht man die technischen Spezifikationen der Blu-ray sowie der DVD, ne? Also Laufzeit ist klar, das ist ein bisschen länger auf Blu-ray aufgrund der niedrigeren Darstellungsfrequenz, also Bildfrequenz, und Bildseitenverhältnis bleibt gleich. Der Ton liegt auf der DVD in Dolby Digital 5.1 vor, auf der Blu-ray in DTS HD Master Audio 5.1. Ja, also das ist deckungsgleich mit der Digipack-Version, die schon rausgekommen ist, beziehungsweise mit der Edition, die der Gesamtkollektion der Ghibli Collection beiliegt, die jetzt, glaube ich, nochmal neu aufgelegt wurde, ne, weil da die Nachfrage recht hoch war. Okay, was haben wir hier noch? Untertitel gibt's. Und natürlich die japanische Originaltonspur, was man sich auch ab und zu mal anhören kann. Gut, ansonsten noch in der Mitte sieht man die Blu-ray-Extras, ca. 170 Minuten. Ja, das hört sich erstmal sehr viel an. Das setzt sich allerdings aus hauptsächlich einem Feature zusammen, und zwar dem Storyboard-Feature, was natürlich für Sammler auch recht interessant ist. Ne? Da kann man sich den ganzen Film anschauen mit den Storyboards, ne, und sich den Produktionsprozess so ein bisschen näher bringen. Und ansonsten noch japanische Original-Trailer und TV-Spots und die Studio Ghibli-Trailer-Show, die ich mal nicht zu den Extras zähle. Okay, wenn man die Folie abmacht, kann man auch das Infosheet ablösen. Dann sieht das Ganze so aus. Ja, sieht man dann auf der Rückseite den Prinzen Ashitaka, heißt er, glaube ich. Genau, wie er da auf seinem Reittier sitzt und seinen Bogen spannt. Ja, also spätestens in dieser Szene, die relativ am Anfang ist, glaube ich. Also kurz nachdem man das Dorf verlässt und da ein paar umherirrende Krieger ausschaltet, ne, also auch Arme und andere Körperteile abtrennt. Da sieht man halt, es ist kein Film für Kinder. Es ist relativ brutal und es ist auch so ziemlich als letzter richtiger Abenteuerfilm von Hayao Miyazaki konzipiert, der ja zu dem Zeitpunkt gerade an dem Höhepunkt seiner Karriere stand. Und ja, also man merkt halt, dass es ein Wendepunkt ist. Und also ich würde schon auch sagen, dass es sein Meisterstück ist, obwohl er vorher und nachher natürlich auch so einige sehr schöne Ghibli-Filme gemacht hat. Ja, das FSK 12-Logo lässt sich ablösen und ich finde, so sieht es wirklich am schönsten aus, also wenn es so matt glänzt. Ja. Also es ist jetzt kein Hochglanz-Steelbook, sondern genau wie die anderen Steelbooks, die vorher schon rauskamen, ist es matt glänzend und es hat einen wunderschönen grünen Ton. Ja, und diesen matten Glanz sieht man halt auch, wenn es rotiert. Also die Bilder sind sehr deutlich aufgedruckt, ja, mit einer sehr schönen Farbwiedergabe. Ja, innen drin, da sieht man schon die Münze, die Sammlermünze und die zwei Scheiben.
Ja, dann würde ich mal sagen, gucken wir uns erstmal den Steelbook-Hintergrund an, von innen. Ja, da sieht man die Waldgeister und die alle auf einem großen Baum sitzen. Und ja, also es ist halt auch ein sehr, sehr bekanntes Motiv. Ja, da geht es halt viel um Natur und um das Verhältnis Mensch zur Natur. Ja, die Scheiben selbst sind ebenfalls sehr schön belabelt, finde ich. Also mit sehr klaren Farben. Ja, auch hier. Das ist die DVD. Ja, und hier haben wir noch die Sammlermünze. Und das Gute ist, dass die halt diesmal in einer Tüte festgeklebt wurde. Also dass sie nicht einfach so dort herumrutscht. Ja, auf der Münze ist halt Saan drauf. Also die Prinzessin. Die Wolfsprinzessin Mononoke, ne? Und die ist sehr stark geprägt. Ja, es ist schon ziemlich dreidimensional, wie man hier erkennen kann. Ja, es ist keine flache Münze, sondern die ist schon sehr stark geprägt. Also auf jeden Fall ein schönes Sammlerstück. Auch absolut metallisch. Und ja, kann man sich durchaus ins Regal stellen. Okay, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns auch im nächsten Unboxing. Ich wünsche euch noch ein paar schöne Tage, ne? Bis dann, ciao, ciao.